Hallo, liebe Leute, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ark Survival Ascended. Schön, dass ihr wieder mit reinschaut. Ja, ihr Lieben, weiter geht's auf unserer Zehntour im nebelverhangenen Eisgebiet auf der Suche nach Megatherien, einem Mammut oder einem guten Heilschwein. Irgendwas werden wir schon finden. Letzte Folge haben wir einen Jutti bekommen. Das ist auch schon mal gut. Trotzdem brauchen wir natürlich unbedingt Megatherien. Uns reicht ja ein gutes Pärchen. Dann können wir den Rest ja nachzüchten. Was haben wir da oben? Mammut Level 20. Da hinten schon wieder... ist das? Ach, ein Dedon. Dedon Level 10. Kanos, hier geht's schon wieder los. Und hier unten fetzen sich auch schon wieder ein paar Säbelzahntiger. Mischen wir uns mal ein bisschen mit ein. Fetzen wir mal ein bisschen mit. Da sind sogar, glaube ich, ein paar mit gutem Level dabei. Waren ein paar mit gutem Level dabei. Wir haben sie schon weggefuttert. Kümmert sich die nächsten mit dem Mammut rum. Na, lassen wir das mal ein bisschen machen hier. Der räumt schon auf. Und wir gucken lieber ein bisschen weiter hier oben. Was kommt da? Ist nur ein Agi. Zehnfalle habe ich abgebaut, weil unten am Strand war jetzt nichts unterwegs. Das heißt, wir müssen die Zehnfalle dann irgendwo anders aufbauen, wo wir was finden. Hier rennen sogar Stegos rum. Wusste ich gar nicht. Okay, gucken wir. Und hoffen wir, dass wir Glück haben mit einem vernünftigen Megatherium. Wir brauchen ja nur zwei gute, dann können wir den Rest nachzüchten. Dann haben wir alles geschafft, was wir schaffen müssen, sobald wir zwei haben. Was haben wir hier? Ein kleines Wolfsrudel. Level 15, Level 10, die sind auch alle so niedrig. Ja, komm mal. Kommt gleich noch einer dazu. Alles so Level 10, Level 15, Level 20. Nichts Vernünftiges dabei, auch bei den anderen Tieren hier nicht. So, ihr Megatherien. Wo seid ihr denn mal unterwegs? Eigentlich hier oben gab es immer so eine Fläche, die so ein bisschen offener war. Ah, da ist doch schon eins. Ein bisschen offener war. Da rannten gerne mal welche rum. Da ist doch schon mal wieder eins. Zeig mal her. Du bist... Level 15. Nee, du bist... Ach, jetzt hat der Agi auch noch Agro auf uns. Egal, nehmen wir auch gleich mit. Du bist ein Futter-Megatherium. Wieder mit dem Gemüse. Seh nix. Du musst natürlich auch noch einmischen, Agi. Das sind zwei. Sind das zwei Megatherien jetzt gerade gewesen? Ja, auf einmal sind es zwei. Wo kommt da jetzt ein zweites her? Da müssen wir erstmal gucken. Ja, der Agi kommt natürlich rüber, ne? Na klar. So. Da kommen sie beide. Kommen sie alle. Level 15 und Level 65. Nee. Das ist auch immer noch ein bisschen zu niedrig. Autsch. Den haben wir und da müssen wir die beiden auch noch wegmachen jetzt hier. Level 15er ist schon erledigt. Kommen auch schon wieder Kanos an, die sich einmischen. Hier ist doch alles voll. Nur nicht alles voll mit Megatherien, aber alles voll mit Viechern. Säbelzahntiger stürzt sich auch noch in die Fluten. Gefresse hier. Na komm, raus da. Wo willst du denn jetzt hin? Na dann so. Ab. Fall um. Ist umgefallen. So, und lass mal hier weiter. Weil hier irgendwo muss so eine einiger... Oh, man sieht aber auch wirklich nichts. Es ist so zugezogen gerade hier. Super, super atmosphärisch. Man hört es nur brüllen im Nebel. Irgendwo ist ein Jutti unterwegs. Da unten ist er. Level 40, nee. Machen wir auch mal aus dem Weg. Zwei Jutis sind oder nee, ist einer. Ist einer mit seinen Kanus. Um. Am besten bevor du uns das erste Mal. Ja, sehr schön. Bevor du uns das erste Mal vierst. Mompf, Mompf. Ja, die nächsten. Alles voller Jutis hier. Ach, Pullover. Hau bloß ab, du alles Vieh.
Jetzt haben wir hier oben, Wolfsrudel prügelt sich mit Kanos. Und im Yuki, irgendwo muss auch wieder noch ein Yuki sein. Mischt sich auch noch der Polovia mit ein. Und natürlich mischt sich auch noch ein Agi wieder mit ein. Nee, weg hier. Lasst mal, macht ihr mal das unter euch aus. Wir sind mal weg. Halt, hier kommen wir schon wieder raus aus dem Schneebiom. So, lass mal kurz mal von oben gucken. Oh, lila Loot mit Kringel nehmen wir natürlich auf jeden Fall mit. Einmal kurz gucken. Vielleicht haben wir ja mal einen schönen Sattel drin, den wir zufällig gerade gut brauchen können. So, hopp. Einmal runter hier, einmal ran hier. Wir haben nichts Besonderes drin. Für lila Loot mit Kringel war das schwer enttäuschend gerade. Lass uns mal kurz gucken. Na gut, ein bisschen Bier. Das ist nix. Ein bisschen Pelz. Wenig Schießpulver. Und ein paar Kugeln Schrotmunition. Nichts wirklich Gutes drin, dafür, dass das jetzt mit Kringel sogar einer war. So, was schmeißt hier Bäume um? Wird kein Megatee. Oh, ist das schön hier auch wieder, Leute. Das sieht schon richtig, richtig gut aus. Ich freue mich auch darauf, wenn wir jetzt irgendwo hier so eine kleine Winterbasis aufbauen. Aber die kommt als letztes. Vorher kommt erstmal das Ewok-Dorf. Da haben wir schon viel vorbereitet, was die Baumplattformen und so angeht. Wer schleicht da? Nächsten Agi. Gibt's doch gar nicht. Dass hier einmal so wenig Megatherien rumlaufen. Und die rumlaufen, alle so niedrig vom Level sind. Ich meine, wir hatten jetzt schon mal ein Level 65. Das war das Höchste, was wir jetzt gesehen haben an Megatherium. Aber da muss noch mehr gehen. Dreistellig soll es schon sein. Irgendwas ab Level 100 aufwärts. Nehmen wir mit. Und dann können wir uns gute Megatherien nachzüchten, sobald wir ein schönes Pärchen haben. Ich glaube, so weit oben hier laufen die nicht rum. Wupp. Steht schon wieder ein Yuti. Die sind dafür überall. Da ist Megatherium. Hallo Megatherium. Wie geht's denn so? Was sagt dein Level? Sagt 120. Du bist ja sowas von gefangen. Da stampft ein Mammut. Wie kriegen wir dich denn jetzt mal hier so ein bisschen aus dem Wald raus? Vor allem mal gucken, was prügelst du dich da, Mammut? Was bist du überhaupt für ein Mammut? Du bist Level... Was, Level 110? Jetzt haben wir gleich beides hier nebeneinander. Ich höre jetzt den Yuti schon wieder brüllen. So, okay, hier haben wir Megatherium und ein Mammut. Super. Jetzt müssen wir nur noch hier... entweder so ein bisschen rauskriegen aus dem Wald oder wir hauen hier ein paar Bäume weg und stellen die Zehenfalle einfach hier auf. Das könnte auch gehen. Komm, machen wir ein bisschen Platz hier einfach. Räumen wir uns eine kleine Lichtung frei. Oh, man sieht wieder nichts. Hier den Baum noch weg. Halt mal an hier. Hopp, weg damit. Hier noch ein, zwei Bäume weg. Dann da drüben am besten den Yuti noch aus dem Weg mit seinen ganzen Kanus. Der kommt hier eh gleich rüber. Komm. Gucken wir jetzt gar nicht aufs Level, der muss einfach weg. Wo ist er? Aber sieht nichts! Da ist er. Level 95 natürlich auch nochmal. Hier sind die ganzen High-Level-Tiere in der Ecke, alles klar. Ja, den haben wir aber gleich. Komm, schnell, schnell, bevor er nochmal brüllen kann. Schön am Kopf. Ja. Der ist down. Super. Kommst du natürlich auch wieder um die Ecke. Den auch noch schnell weg und hoffen, dass das Megatherium überhaupt noch da ist. Dass es gleich schon irgendwo hin verschwindet. So, den Kano haben wir auch. Wer kommt da jetzt noch? Aus dem Unterholz. Schmeißt die Bäume um. Ja, na klar. Ein Titano. Warum auch nicht? Warum auch nicht? Megatherium, wo bist du? Wo ist unser Megatherium hin? Latscht hier einfach mal so ein riesiger Titano. Da. Da sind sogar beide zusammen. Unser Mammut und unser Megatherium. Müssten sie sein. Mammut ist natürlich schon ziemlich angeschlagen, ne? Das können wir uns erstmal nicht holen.
So. So. Lass mal gucken jetzt hier. Eigentlich haben wir doch jetzt hier schon genug Platz, um hier unsere Falle hinzuzaubern. Du bist das richtige Megatherium, ne? Dann nicht, dass jetzt hier irgendwie ein anderes noch rumschleicht. Nee, das ist das Richtige. Alles klar, das müssen wir kriegen. Was? Wer? Warum? Oh, der ist aggro, der Titano. Auf was auch immer. Er prügelt sich mit irgendwas. Beziehungsweise der prügelt sich ja nicht mit irgendwas. Der zerstampft es einfach. Da wird nicht viel geprügelt. Das einmal zustampfen, dann ist was auch immer sich mit dem anlegt, sowieso im Eimer. Die Viecher machen so unglaublich viel Schaden. So, du bleibst ja friedlich, ne, Mammut? Du wirst ja auch nicht sauer, egal wie nah wir an dich ranwackeln. Du bleibst ja immer friedlich. So, okay. Schnell, schnell, schnell die Falle hingezimmert. Da ist unser Megatherium. Super. Aber, ist das der Titano? Warum ist denn der so sauer? Das Gefühl, der greift uns gleich an. So wie der hier rumstampft. Der ist viel zu schnell unterwegs für einen Titano. Der ist, glaube ich, voll im Kampfmodus. Bisschen beunruhigt, dass das Riesenvieh jetzt hier rumstampft. Bisschen mehr als ein bisschen beunruhigend. So, die Seite lassen wir so. Dann können wir das Megatherium hoffentlich sauber die Rampe hochziehen. Zack. Alles klar, wir brauchen noch eine Säule. Und dann brauchen wir unsere Rampen. Lass mich raus hier. Nach außen, wenn es geht. So, nee, so, nee, so. Und dann den flachen... Ah, Spiel. Den flachen Winkel. Was hat dieser Titano? Nein, Spiel. Titano! Mach mich nicht wahnsinnig jetzt hier. Kannst du mal weggehen? Mit deinem überdimensionierten Körper. Die können wir ja auch nicht angreifen und weglocken. Das wäre gar keine gute Idee. Der ist irgendwie sauer. Ist der sauer auf uns? Aber versucht er die ganze Zeit einen Bogen zu drehen und uns anzugreifen? Aber wieso? Wir haben doch denen überhaupt nichts getan. Komm mal her. Das geht jetzt mal. Guck mal, du musst hier mal weg. Du musst hier mal richtig weit weg. Komm, du Riesenvieh. Nee, nee, nicht wieder umdrehen hier. Was ist denn los mit dir? Wir haben dich angegriffen. Komm jetzt mal hinter uns her hier. Na, endlich. Kommt auch noch ein Agi dazu. Komm, ich will den da wegziehen. Er muss irgendwie hier rüber. Der muss aus der ganzen Ecke da raus. Jetzt kommt er da nicht über den Felsen rüber, ne? Och, Titano! Ja, das sieht schon besser aus. Komm hinterher jetzt hier. Düm. 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 Ist das eine extra Kampfmusik für den Titano? Hört sich so an. Das ist nicht die normale Kampfmusik. So, ich glaube, der hat sich aber schon wieder beruhigt. Ich hoffe, der bleibt jetzt auch da, wo er ist. Nee, der will schon wieder umdrehen, ne? Bleib mal da, wo du bist. Wahrscheinlich ist unser Megatherium jetzt mittlerweile weg. Wo kam der auch plötzlich her? Ich hab den vorher nicht... Oh, nee. Oh, nö. Hier prügelt sich noch was anderes. Was prügelt sich hier? Ich höre schon wieder, irgendwas prügelt sich. Wo prügelt sich hier? Auch nochmal schnell weg. So. Da ist das Megatherium noch. Alles klar. Schnell runter hier. Die Rampe her. Zack. Daran. Daran. Da müsst ihr raufkommen. Müssen wir nur noch von der richtigen Seite daran ziehen. Komm her. Einmal knusper. Na komm.
Was ist denn los mit dem Tierchen? Komm, hinterher jetzt hier. Ja, das sieht doch schon ganz gut aus. Schöner Bogen, einmal rum hier. Na, 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 na. So nicht. Ja. Und rauf hier, komm. Schön rein hier in die Falle. Ah, der will wieder nicht rauflaufen auf die Rampe. Und nochmal ein Stück. Dö. Autsch. Dö. Ja, komm. Autsch. Komm rein. Ach, Megatherium. Jetzt stell dich doch nicht so an. Komm da jetzt rein. Ist doch gar nicht. Hallo. Nicht Päuschen machen. Aua. Ist er da jetzt, hängt er da jetzt fest? Nee, hängst du da jetzt fest? Nee, du kannst dich doch bewegen, oder? Ja, klar. So, Mammut, du musst natürlich jetzt auch genau hier lang latschen und da noch mal ein Köttelchen genau da hinlegen. Da läuft scheiße, wa? Sagt er. Deiner Falle. Na komm. Jetzt aber. Und noch ein Hopser. Nein! Megatherium! Treib mich nicht in den Wahnsinn! Wie er da jetzt einfach so rumsteht, ne? Herrlich. So, kommst du jetzt mal bitte mit. Nein, nicht weglaufen. Du sollst, Was ist denn mit dir los? Warum haust du denn jetzt ab? Warum läuft der jetzt weg? Okay. Wieso flüchtest du jetzt vor uns? Greif an. Na komm, 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 komm. Ja. Aua, dann eben so. Aua. Nochmal einen kleinen Bogen nach hier. Dö, 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 dö. Und dieses Mammut, ne? Mammut, du, obwohl du Level 110 bist, wenn du hier nicht gleich verschwindest, bist du Futter. Das sah ich dir. Du siehst eh schon so angenagt aus. Zerfleddert. Du musst da weg jetzt. Sonst. Megatherium, es kann nicht wahr sein! Komm jetzt mit. Ich verstehe das nicht. Warum rennt das Vieh jetzt weg, als wäre es schon, weiß ich nicht, wie hoch betäubt, obwohl wir noch nicht einmal drauf geschossen haben? Jetzt kommt er wieder zurück. Ich habe auch schon wieder mehr darum krauchen. Da ist schon wieder noch was im Unterholz irgendwo im Wald unterwegs. Hört sich an wie ein paar Wölfe. Könnte auch ein Heilschwein sein. Komm jetzt her. Jetzt rennt's wieder weg. Ich glaube, wir machen das gleich zu Fuß. Und ziehen das da in die Falle rein. Kommst du jetzt mit? Na komm. Wieder abdrehen, schön dranbleiben. So. Ja, genau so. Mammut, geh aus dem Weg. Kann nicht wahr sein. Rennt das Mammut genau in den Weg rein. Na komm, na komm, na komm. Nee, der dreht immer ab. Und du, ist mir egal. Du kommst jetzt hier weg. Level 110, Level 150, alles wurscht, du bist im Weg. Können wir nichts machen, das muss weg. Das stört hier dermaßen. Weg ist es. So. Autsch. 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 Ne, der will hier nicht rauf. Kannst du machen, was du willst. Der wird da nicht rauflaufen. Wir müssten mal breiter machen fürs Megatherium, die Rampe. Der geht da nicht rauf. Vielleicht kann ich ihn jetzt gerade hier so... Ah, ich wollte gerade ein bisschen weiter hinten schnell gesagt, wir bauen den ein. Einfach da in der Ecke. Ah, nein, das wollte ich gar nicht. So. Nächster Anlauf. Aber den werden wir da so nicht reingezogen kriegen. Der springt immer wieder vorher ab, bevor der da reinfällt. Also wenn wir zu Fuß hier hochgehen, kommt er ja nicht mit rein. Guck mal, er dreht jetzt schon ab. Komm. Komm. Wir sind hier drin. Komm rein. Nee. Machen wir anders, Leute. Machen wir anders. Wir müssen die Rampe wegnehmen, lassen ihn einfach da reinlaufen und dann bleiben wir kurz hier schweben und bauen hinter ihm die Tür zu. Also die Wand zu, das geht einfacher. Weil er wird hier nicht reinkommen. Nee, der kommt hier nicht rein.
Das müssen wir anders machen. Natürlich ein bisschen schwierig, weil müssen wir jetzt einfach noch ein Stück wegziehen von da. Und die Agro loswerden, damit wir nochmal kurz bauen können. Weil dann baue ich die Rampe ab, lass vorne einfach offen. Dann ziehen wir den da rein. Und dann bauen wir hinter ihm die Wände wieder zu. Kommt nicht mehr, ne? Nee, kommt nicht mehr. Alles klar. So. Gewehrchen raus. Die alle weg hier. Zack. Oh, da kommt doch. Oh, kommt doch noch. Autsch! Gerade noch rechtzeitig um Vogel geschafft. So, kommen wir mal kurz hier unten her. Eine Runde hier mal abschütteln. Sobald wir absteigen, kommt er wieder angedüst. Ja, da ist er schon. Kommst du mal hier rein? Komm hier rein. Ja, ja, so ist gut. Komm rein. Oh, die Säule in der Mitte stört noch. Au, 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 au. Mistvieh. Schwierigste Megatherium-Zähmung jemals. Nächstes Mal nehme ich, glaube ich, einfach Tore mit. Große Dino-Gates. 4-5 Stück. Die wiegen halt nur ein bisschen mehr. Aber müsste trotzdem gehen. Dann, damit geht es natürlich einfacher. Stellen wir 4-5 Dino-Gates auf und locken den da rein. So, nochmal kurz hier hin. Schnell runter vom Viech. Säule weg. So, jetzt darf sie hier vorne angelatscht kommen. Zwei Rampen hier ran. Da, oh, da kommt's schon. Und da steht's drin. Wände raus. Tür zu. So. Ganz einfach. Da bist du. Alles klar. Du bist jetzt auch das Richtige, ne? Level 120. Ja. Super. Alles klar. Dann los geht's. Wir können ja auch erstmal. Nehmen wir die normalen. Wir nehmen jetzt erstmal die normalen Darts. Oder warte mal. Nee, wir nehmen doch erstmal gleich ein paar Quallengift-Darts zur Sicherheit. Gibt man ja ein paar, haben wir ja noch. 18 Stück. Das reicht vielleicht sogar schon fürs Megatherium. Die haben auf jeden Fall, glaube ich, nicht so viel Torpor wie so ein Yuti. Was? Oh Mann! Habe ich mich erschrocken. Holla Megalozeros. Dachte schon, was kommt denn jetzt angelatscht? Ich dachte schon kurz ein Heilschwein, weil die hören sich ja genauso an mit den Hufen. Aber wir haben es geschafft, Leute. Bisschen schwieriger als gedacht, aber Megatherium sitzt in der Falle. Das ist das Wichtigste. Level 120 und auch ein schönes Weibchen am Wanne. Ja. Ja. Okay. Super, das wäre das Erste. Dann brauchen wir jetzt eigentlich nur noch ein schönes Männchen. Dann haben wir alles, was wir wollen an Megatherien, weil dann können wir züchten. Und dann haben wir alles, was wir brauchen für den ersten Bosskampf. Und für die anderen Bosskämpfe müssen wir auch gucken. Da können wir entweder Teris nehmen oder ganz klassisch Rexe. Ich glaube, die Kampfmusik hat sich insgesamt geändert, ne? Finde ich richtig gut. Ah! Oh, du hast nur was gefressen. Mann! Vogel! Ich dachte, da wird von irgendwas angegriffen jetzt gerade. Der hat gleich alle unsere Quallengiftpfeile genommen, ne? Ja, da. Ah, und mit dem letzten schläft er natürlich ein. Super. So, Megatherium liegt. Wir haben erstmal schon wieder jede Menge Schrott eingesammelt, der raus kann. Das kann weg, das kann weg. Die ganzen ollen Werkzeuge, das. Der eine Betäubungsfall, den brauchen wir auch nicht. Das weg, das weg. Das behalten wir alles. Raus, raus, raus. Raus, raus. Weg. Das raus. So, den Rest können wir behalten. Hier drüben, ja, ja. Naja, brauchen wir eigentlich im Grunde auch nicht. Das bisschen Schießwolle behalten wir mal, das können wir behalten. Und die bisschen, das bisschen Munition behalten wir auch. So, alles klar, sieht super aus. Wir warten einen Moment, dass er ein bisschen Hunger kriegt. Und dann hoffen wir, dass es mit dem Honig ganz gut klappt. Ich bin nicht mehr sicher, aber ich meine, Megatherien waren echt super mit dem Honig zu holen. Alles klar, Leute, 120er Weibchen liegt. Wir riskieren vielleicht so ein bisschen, uns nochmal hier in der Ecke umzugucken. Da hängt ein Wolf. Der muss gleich mal weg. Level 95, ne?
Ah gut, Wölfe, wie gesagt, brauchen wir nicht mehr. Da kommen jede Menge mehr noch. Oh ja, das ist ein großes Rudel. Du hast ein richtig großes Rudel. Die müssen auf jeden Fall weg. Das ist viel zu gefährlich, wenn hier so ein riesen Rudel in der Nähe rumläuft. Viel zu gefährlich. Und das Mammut war halt im Weg. Ne? Das hat halt genervt. Deswegen musste es weg, auch wenn es Level 110 war. Oh, guck mal hier, Heilschweinchen. Level 25. Da ist aber noch eins direkt nebenan gewesen. Also Wölfe, Säbelzahntiger und Schweinchen hat's genug. Halt, Schwein. Level was? Level 10 oder Level 100? Level 10 nur, ne? Kannst du schnell mal nicht sehen. Oder nur Level 10. Jetzt haben wir her. Du bist Level 20. Na, war das andere wahrscheinlich Level 10 jetzt. Na komm. Ach, keine Ausdauer zum Zugreifen gerade. Level 10, ja. Okay, da sind jetzt auch nur Low-Levels dabei. Die wir nicht brauchen können. Da ist übrigens nochmal eine Explorer-Note. Komm, die nehmen wir jetzt einfach mal mit, wenn wir gerade hier sind. Auch wenn der Agi hier keine Erfahrungspunkte mehr kriegen kann. Aber sonst finde ich die nachher nicht mehr wieder. Das wäre eine von denen, die nicht vorgelesen wird. Das ist aber gerade sehr angenehm. So, lass mal rüber zu unserem Megatherium. Dann schmeißen wir dem schon mal... Also irgendwas grunzt doch hier schon wiederum Mammut. Dann schmeißen wir dem schon mal den ersten Honig rein. Mal gucken, ob das funktioniert. Wie schnell wirst du eigentlich wach? Geht super langsam. Das passt. Okay, gib mal Honig rüber. Ruhig alles. Mal gucken, wie gut das funktioniert mit dem Honig. Aber ich meine, die waren super mit Honig. Ja, plus 59 Level. Der muss nur dreimal fressen. Dreimal Honig, dann haben wir ihn. Sehr schön, da können wir auch, haben wir auf jeden Fall noch genug Honig für ein zweites. Wobei, ich sehe gerade, unser Gewehr fällt schon ziemlich auseinander. Das könnte dann schon knapp werden. Aber wir werden trotzdem gucken, dass wir noch ein zweites erwischen. Oder ein Mammut. Oder ein Heilschwein. Heilschwein wäre jetzt eigentlich auch okay. Vor allem können wir das in den Zehnkäfig einfach reinschmeißen. Das wird es schön angenehm machen. Und das braucht auch nicht so viel Pfeile. Wann futterst du denn eigentlich immer? Wahrscheinlich auch bei 50, ne? Oder vielleicht sogar erst bei 60 mit dem Honig. Wie viele Cryopods haben wir noch dabei? Noch 3 Stück. Ich könnte noch ein bisschen was einfangen. Ah, super, Leute, ich freue mich. Unser erstes Megatherium, unser allererstes sowieso. Wir haben noch gar keins gefangen bis jetzt. Und das ist wirklich unser allererstes Megatherium, was wir uns holen. Aber wir haben bis jetzt, waren wir auch noch nicht wirklich in den Gebieten unterwegs. Und hier laufen sie halt am meisten rum. Und am Redwood haben wir ja schon ein paar Mal welche gesehen. Aber hier gibt es öfter welche eigentlich. Und vor allem haben sie hier auch meistens das höhere Level als am Redwood. So, zeig mal her. Ja, geht einigermaßen, aber das geht auch langsam genug. Also es passt, da brauchen wir nicht daneben stehen. Und zweimal muss er auf jeden Fall noch futtern. Gucken wir uns mal kurz in der Zeit nochmal das Mammut an, was hier unten gerade schon wieder rumgelaufen ist. Mammut. Also das sind die ganzen Heilschweine, die wir eben nicht aufgefuttert haben. Die werden sich jetzt von dem anderen Agi geholt. Aber hier war doch eben gerade Mammut unterwegs. Wo ist das jetzt schon wieder hin? Mammut! Mach mal ein Geräusch. Schmeiß mal einen Baum um. Ach, wo ist er? Jetzt wird er mit Sicherheit Aggro auf uns natürlich. Ach! Da musst du auch eben mal weg. Hallo, wo willst du hin? Komm mal raus da. Wo ist er? Da. Fangen jetzt irgendwie alle Tiere an abzuhauen? Super, Megatherium noch ein zweites Mal gefressen. Einmal muss er noch, dann haben wir unser erstes Megatherium. Roms. Weg mit dir, du garstiger Ranzgeier. Hm, keine Ahnung, wo das Mammut ist, was eben noch gelaufen ist. Ist verschwunden. Was war das? Ach, ein Pullover. Haust du ab. Dich kann ich ja gar nicht gebrauchen.
weg mit dir. Schade, das sind auch alles nur Megalozeros. Naja. Ein Ovis wäre auch nochmal super. Die sind ja so selten auf die Isle. Die laufen eigentlich wirklich, soweit ich weiß, mich erinnern kann, wirklich nur hier im Schneebiom rum. Und sind einfach super schwer zu entdecken. Aber da bräuchten wir auch unbedingt mal ein Pärchen. Damit wir uns immer schön Hammelfleisch organisieren können. Können wir schön nachzüchten und haben immer so unsere Hammelproduktion, unsere Hammelfleischproduktion. So. Nichts Gefährliches in der Nähe. Nochmal kurz absteigen. Dann bleiben wir jetzt kurz hier stehen. Was bist du für eins? Kollege Wollnashorn. Level 85. Würde ich beim Wollnashorn auch nehmen. Und das ist auch so ein Tier, das wir nur zähmen, damit wir es überhaupt haben. Ne? Das, und weil es einfach ein super cooles Tier ist. Gefällt mir. Ist auch eins meiner Lieblingstiere. Ich habe so viele Lieblingstiere in dem Spiel. Eigentlich ist fast jedes Tier mein Lieblingstier. Es gibt so ein paar, die sind ein bisschen mehr Lieblingstier als andere. Aber eigentlich finde ich alle Dinos super. So. Komm, hau rein. Ist lecker Honig. Und du bist... Level 25. Dip, 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 dip. Jetzt könntest du langsam mal futtern. Wir nehmen die 10 Pfanne auch gleich wieder weg. Ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. Ich bin nicht mehr sicher, ob die nicht sauer geworden sind, wenn man zu nah rangegangen ist. Kann sein, dass die sauer werden, die Nashörner. Nee, 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 nee. Geh weg da. Okay, werden nicht sauer. Sind ganz friedlich. Alles klar. Ist super, du bist ja friedlich. Das wusste ich nicht mehr. Ich dachte, du bist sauer. Du bist ja ganz friedlich. Ah! Megatherium gezähmt. Sehr cool. Nicht mehr folgen. Gleich auf passiv. Und mitnehmen. Sehr, sehr schön, Leute. Unser erstes Megatherium. Weibchen. 179. Das ist doch super. Cryopod raus. Du kommst da rein. Honig auf jeden Fall gleich wieder eingepackt hier. Ganz wichtig, gib den Honig her. Okay, wir haben auf jeden Fall noch genug Honig. Und hoffentlich auch noch genug Darts, um noch eins zu erwischen. Wir müssen natürlich noch eins finden, aber wir haben hoffentlich noch genug dabei, dass es dann reicht. So, Fundamente einmal alle mit. Zack, zack. Das ist auch so herrlich angenehm, dass man einfach nur die Fundamente wegnehmen kann und der Rest wird dann einfach mit eingepackt. So, so schön. Alles klar, Gewehr raus. Super. Also, ein Juti und ein Megatherium ist jetzt auf unserer Eiszähm-Tour. Ist doch okay. Ich höre schon wieder was grunzen hier an der Seite. Na, hier ist Kollege Mammut. Ach, guck mal, und ein Anki läuft ja auch nochmal rum. Wir sind sogar gleich zwei. Zeig mal her. Vielleicht eins von euch auch noch ganz gut. Level 40, nee. Und Level 50, nee. Lassen wir mal laufen, weil hier rennen wirklich genug über die im ganzen Eisgebiet genug Mammuts rum. Gibt genug Stellen, wo welche rumlaufen. Müssen wir die jetzt nicht unbedingt gleich wegfuttern. Eigentlich Mammut sowieso eher am besten am Strandbereich unten irgendwo. Da laufen auch genug rum. Und da hat man mehr Platz und mehr Übersicht. Weil die Mammut werden wir auf jeden Fall dann ohne Zähmkäfig machen. Einfach so anschießen, weil die ja nicht so schnell sind. So. Ah, da leicht. Oh, da schleicht noch eins. Oh, da sind noch... Oh, eine ganze Mammutherde. Und da hinten aber nochmal eine Explorer-Note im Wald. Die nehmen wir dann auch gleich noch mit. Du bist Level 55, Level 65, Level 20. Ah, schade. Was haben wir da nochmal? Ein Loot-Drop können wir natürlich auch gleich mitnehmen. So, nächste Explorer-Note. Da an der Ecke ist wieder eine Helena-Note. Die liest wieder vor. Whether its size is caused by adaptation to Anglerfisch. Other inhabitants, haben wir auch noch keinen. Crossbreeding with another larger species. Melanocetus anglerpestum is the largest form of Anglerfisch, ne? Hören mal einen Moment dazu. Typically found among the deepest, darkest expanses of the ocean, this creature preys on small fish while being an excellent source of food for larger predators. Melanocetus has an array of bioluminescent light pods at the end of stalks on its head. Like typical anglerfish, it primarily uses these to attract smaller creatures and trick them. Kurze kleine Pause hier oben, da gucken wir mal, ist der Loot schon unten? Oh ja, der ist schon unten.
Gucken wir natürlich auch kurz rein. Was haben wir da? Säbelzahntiger? Nee. Calicotherium. Haben wir auch noch keins. Aber das ist so, ja, vielleicht einer der wenigen Dinos, die ich nicht so super toll finde. Das ist, wo ich gerade noch sage, ich finde alle Dinos toll. Calicotherium, die finde ich nicht so gut. Haben wir hier noch einen Explorer-Node? Making exploration not only safer, but more lucrative. Sehe hier nichts rumstehen. Some survivors use this creature to harvest the silica pearls found throughout the ocean's depths. Nee, ich glaube, hier ist keine drin. Das ist nur eine Ruine ohne Explorer Node. Ja, das scheint. Oh, jetzt haben wir tatsächlich Ruckeleien. Oh, oh, jetzt habe ich letztes Mal noch gesagt, das Spiel ist nie abgestürzt. Stürzt wahrscheinlich das erste Mal ab, Leute. Pass mal auf. Nee, doch nicht. Auch wieder nur so ein Fast-Absturz. Was heißt fast? Es ruckelt halt ab und zu mal. Ob das jedes Mal ein Fast-Abschluss ist, weiß ich ja gar nicht. Aber ab und zu ruckelt es halt mal. So, holen wir uns noch diesen super Loot-Drop hier. Da ist auch wieder nur Fantastisches drin. Das nehmen wir mit. Die Suppe nehmen wir mit. Und den ganzen Rest ab in die Botanik damit. Brauchen wir nicht. So. Alles klar. Ich glaube, es wird auch schon wieder langsam dunkel, Leute. Wir den ganzen Tag im Eisgebiet unterwegs. Und erfolgreich ein Megatherium gezähmt. Bisschen widerspenstiges, aber hat gut geklappt am Ende. Da schleichen überall die Jutis durchs Unterholz. Prügelt sich ein Agi. Oh, ist das gerade stimmig hier. Mammut. Und noch ein Mammut. Level 10. Ach, schade. Das andere. Ganz, ganz langsam. Und mal gucken. Du bist... Level 45, nee. Schade. Na gut, vielleicht hätten wir es 110er doch leben lassen sollen. Aber wir werden noch eins finden. Das Megatherium zu bekommen war jetzt auf jeden Fall um einiges wichtiger. Was, Mammut brauchen wir auch nicht zum Kämpfen, auch nicht für Bosskämpfe. Also Mammut ist auch einfach nur ein super Farmtier. Gucken wir noch einmal hier unten runter. Am Strand gerade welche rumschleichen und... Sieht aber nicht so aus. Und dann würde ich sagen, wenn ich so auf die Uhr gucke, müssen wir auch schon wieder zum Ende. Oh, wow, ist hier eine Schlägerei. Mammuts gegen Jutis. Müssen wir auch schon wieder zum Ende dieser Folge kommen, ihr Lieben. Wenn ich so auf die Uhr gucke, sind wir schon fast bei 40 Minuten. Ist ja schon wieder eine kleine XXL-Folge. Naja, eine kleine XL-Folge, sagen wir mal. Ihr Lieben, wie immer, vielen, vielen Dank fürs dabei gewesen sein, fürs Zusehen. Erstmal irgendwie sicher landen jetzt hier. So. Macht's gut, bleibt gesund und tschüss und bis zur nächsten Folge.